Hallo liebe Zuschauer, heute ist die PlayStation VR bei uns in der Redaktion aufgeschlagen für die PlayStation 4. Ich habe sie hier schon auf, habe sie mal mitgenommen nach Hause heute Abend und ein bisschen ausprobiert, beziehungsweise ich will sie ein bisschen ausprobieren, mal gucken, ab wann mir schlecht wird. Ich bin da leider sehr, sehr empfindlich, was das angeht. Aber schon mal sehr gute Nachricht, sie trägt sich recht bequem und sie funktioniert super mit einer Brille. Also ich habe jetzt meine Brille auf. Ich musste sie nicht abnehmen. Ich kann hier vorne diesen Bereich mir dann so hinschieben, wie ich das brauche, damit ich was sehe. Und ja, sie ist nicht unbedingt leicht. Also man merkt das schon. Aber sie trägt sich halbwegs bequem. Mal sehen, wie lange das so bleibt. Die Auflösung ist nicht so der Hammer. Das wusste man vorher aber schon. Also die kann nicht mit der HTC Vive oder mit der Oculus Rift mithalten auf dem PC, weil die PlayStation das auch gar nicht leisten könnte. Also die Technik, die da drin ist, ist nicht ebenbürtig. Aber vielleicht funktioniert es ja trotzdem gut. Ich bin mal gespannt. Ich bin jetzt hier bei Eve Valkyrie. Das ist der Weltraum-Shooter-Ableger zu Eve Online. Und den gibt es schon für den PC, den gibt es aber jetzt auch für die PlayStation 4. Und ich probiere einfach mal aus. Ich kann jetzt hier mit dem Kopf hingucken, welches Geschlecht ich da für meinen Piloten wählen will. Und dann kann ich mit dem Gamepad das bestätigen. Ich drücke jetzt einfach mal hier bei der Dame X. Und ja, möchte ich eine Pilotenführung beginnen? Das möchte ich sehr gerne. Neue Klondaten entdeckt. Good. That's something at least. Okay, next, do you remember who you are? Well, let me try and jog your memory. You were a pilot in the Galenti Navy, and a damn good one. I'm going to upload a memory. One of your memories. It will feel real because, well, it is real. As real as any other signals your brain sends you about the world. Don't stray too far from the memory data, or it will reset. So, und eine erste Sache, die mir auffällt, ist, wenn das Bild sehr schwarz ist, dann sieht man hier ja wie das Ende der Linse. Also man sieht so lauter kleine Punkte auf der Linse. Es sieht aus, als wäre es ein bisschen dreckig. Ich habe die Linse aber vorher geputzt. Und das ist natürlich Starbuck von Battlestar Galactica. Also die Stimme hier, die uns was erzählt. Ja, man. Oh. Ich bin hier schon in der Grafik drin. Vielleicht bin ich ein bisschen zu hoch. Ich sitze ein bisschen zu hoch, glaube ich. Rutsch mal ein bisschen runter. Rutsch ein bisschen bequem ins Cockpit. Und also die Auflösung ist echt nicht so geil. Boah, jetzt geht's los. Das hab ich auf dem PC schon mal gespielt mit Daniel zusammen. Und man merkt jetzt schon doch ganz gut. Wow, okay, holla. Man merkt jetzt doch das Gewicht schon sehr, sehr schnell. So, ich kann jetzt hier mit den Sticks das Ding steuern und kann mich hier frei umschauen. Ich sitze immer noch ein bisschen zu hoch. Ich hätte es wahrscheinlich irgendwo noch mal kalibrieren können. Irgendwo gibt es bestimmt eine Rücksetztaste für die Kamera, dass man ihn wieder ein bisschen, wow, in der Mitte kalibrieren kann. Weil ich sitze ein bisschen zu hoch. Und ich ziele, indem ich einfach auch irgendwas schaue.
Boah, was ist denn da los? Ja, also die Auflösung ist scheiße. Kann man nicht anders sagen. Also ist alles ganz schön verschwommen. Passiert jetzt hier auch mal was? Oh, wow! Und da sind erste Feinde. Und ich kann schießen. What the fuck? Okay, da konnte ich gar nichts machen. Aber ich glaube, das soll so. Mal ein bisschen nachjustieren hier. An der Brille. Hier sieht das Bild eigentlich ganz gut aus, aber es ist halt wirklich so ein bisschen... Ja, okay? Es fehlt die Schärfe. You probably got a lot of questions, so let me try to answer the big one. Why am I not dead? Well, the answer is, you are dead. So am I. We've been dead for months. Seconds before death, your consciousness was uploaded to a computer network. Now you've been downloaded into an augmented clone. It's a lot to take in, I know. Looking at your readings, it looks like your subconscious memories are starting to reform. Muscle memory, pilot training, they're always the first to come back. Maybe running through basic training again will help the process. You've already done all this before, of course, but you won't remember that yet. Anyway, just follow the instructions and you'll do fine. When you're done, we'll continue the rehabilitation process. Also das Raumgefühl ist gut. Das kann man echt nicht... da kann man nicht meckern. Aber was man jetzt schon merkt, man fängt natürlich sofort, weil das hier so ein Gummibezug hier unten ist, fängt man natürlich sofort an der Nase an zu schwitzen. Das dauert zumindest nicht lange. Was ist schon ein bisschen besser, als das mal auf einer Messe auszuprobieren, wo man dann immer irgendwie blöd sitzt oder steht und hier das doch mal so ein bisschen auf der Couch in Ruhe, das ist schon mal ein bisschen besser. Das ist schon geil, also vielleicht gleich mir dann doch mal die PC-Geräte aus, nur mal zu gucken, wie das so vom Feeling her ist. In den hohen oder sagen wir mal höher aufgelösten Brillen. Was ist denn der Boost-Button? Ach, hier unten. Was ganz okay ist, sie haben scheinbar verhältnismäßig viel Anti-Aliasing auf den Objekten drauf, weil so jetzt wahnsinnig dolles Kantenflimmern, zumindest bei den nahen Sachen, gibt es für mich jetzt zum Sehen jetzt nicht so doll. Oh, was war das? Eine Abwehrfunktion? Aber es kann natürlich sein, dass es jetzt eine Aufzeichnung, dass man das eher sieht. Also Objekte, die weit weg sind, die flimmern dann schon ein bisschen. Aber, das ist jetzt auch nicht sonderlich verwunderlich, denn, wie gesagt, die Auflösung ist halt einfach nicht so wahnsinnig hoch. Oh, sieht ganz nett aus. Okay, also für die Raketen muss ich mir das Ding anschauen und dann drauf feuern. Zack, zwei Raketen drauf. Oder auch nicht. Hui! Also ich weiß nicht, wie lange man das so aushalten kann. Das Gerät so auf dem Kopf zu haben, das ist schon ein bisschen, man merkt es halt schon nach einer Weile. Es ist halt nicht wie jetzt, sagen wir mal, eine 3D-Brille im Kino, sondern es hat schon ein bisschen Gewicht, das ist nicht schlimm, aber man merkt es halt, ne? Hui!
Noch geht's allerdings mit dem Schlechtwerden. Mal gucken, wie lange das noch hält. Hui! Achso, ich soll die mit Lenkwaffen zerstören. Entschuldigung. Zack. Boing. Basic training completed. Okay. Seems like your flight skills are coming back fast. That's a good sign. Let me explain who I am. It may help with your recovery. My name is Lieutenant Round Kavik. We flew together in the Galenti Navy. I was your commanding officer in Squadron 33. We knew each other. Well, you were there when this all started. You were there when I died. Here, let me show you. I'm uploading another of your memories, but an earlier one this time. Before you died the first time. Wir haben ja damals nur die Beta von dem Spiel gespielt, also diesen ganzen Anfang hier, den habe ich so auch noch nicht gesehen. Jetzt habe ich echt Bock, mal die PC-Varianten auszuprobieren. Diese verfickte Verkabelung nicht wäre. Remember, guys, our reputation is everything. It's how we live on. It's our life beyond death. So make me proud out there. Na dann mal los. Gummi. Hold on tight. We're ready to deploy. Das ist schon geil. Wow. Okay. Cool. Ah, sehr, sehr geil. All right, listen up. Escort missions are pretty routine, but let's keep our eyes open. I've got a bad feeling about today. Get into formation and follow my lead. Da wird einem natürlich schon ein bisschen schwindelig. Dadurch, dass es nicht so wahnsinnig hoch aufgelöst alles ist, ist es auch nicht so schlimm, dass jetzt zum Beispiel so die Texturen und so, das ist alles nicht sonderlich toll. Aber es wirkt halt einfach durchs Design total cool. Juhu! Kavik to all fighters. We're seeing a significant number of unknown vessels zeroing in on our perimeter. Let's assume the worst. Da kommen sie. Boah! Wow! Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass das Bild leicht unscharf ist. Aber ich tippe darauf, dass das einfach eine Auflösungsgeschichte ist. Wow! Feuer! Ich sehe nichts mehr! Oho! Komm her! Boah, lauter Bildschirm mal zeigen, erkenne ich hier nichts? Dich habe ich. So, schauen wir mal, ob wir aufschalten können. Zack. Das ist ja im Kern eigentlich eher ein Multiplayer-Shooter. Das ganze Ding. Oh, schnell hinterher. Ach, wenn es das als richtiges, komplettes Spiel so gäbe. Also jetzt nicht mit der Online-Steuerung, sondern wow, sondern so. Komm her. Das mit dem Hinschauen, um die Rakete zu feuern, ist eine coole Sache. Oh. Was ganz gut ist, was den Körper jetzt hier nicht so wahnsinnig verwirrt, bei dem Ding, ich sitze und meine Figur im Spiel sitzt ja auch und schaut sich höchstens um. Also das ist nicht so, das sendet nicht so falsche, wow,
falsche Signale an den Körper, was ja dann doch mal schnell dafür zuführt. Wow. Dass man irritiert ist. Oh, der feuert hier mit seinen Laserkanonen. Geil. Also das Raumgefühl ist echt cool. Wow. This is not going well. Okay, I'll hold him off. You head for our last carrier. I've added a waypoint to your nav system. See you in the next life. Wo? Ach so, sie stirbt. Oh, da ist gar nicht meine Nase. Meine Nase ist hier. Welcome to the next life. A lot has happened since you died. The guys who saved us were pirates, working for a man named Fatal. But they lied to us. So we split away, stole one of their carriers and went independent. We call ourselves the Valkyrie. You've been with us for a while, you just don't remember. Your data got messed up when we went to rescue some of our friends. Sadly, the remaining data we recovered from Nasker and Calloway's was too degraded for cloning. We saved what we could and merged that to form an AI construct. That's been downloaded to your PDA. They will be your guide. They'll be able to talk you through the rest of the ship. It's good to have you back, Pilot. Katie Sackhoff war das und ich hoffe, man hört sie noch öfter im Spiel. Ich fände es halt schon geil, wenn es das auch ohne 3D-Brille gäbe. So, Glückwunsch, Piloten. Das ist halt, es geht immer ein bisschen vor und zurück. Das hatte mir Kollege Stange aber schon gesagt, dass diese Erkennung wohl nicht ganz sauber ist. Kommt ein bisschen drauf an, was für einen Hintergrund man hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier zum Beispiel daran liegt, dass das Licht an ist. Es soll wohl besser gehen, wenn das Licht aus ist, dass es dann stabiler ist. Aber das Bild geht immer so leicht vor und zurück. Startet den Kampf, sobald sie bereit sind. Ja, kann ich hier noch irgendwas anderes machen? Steht meine Figur. Start. Muss ich gleich mal ausprobieren. Wenn ich das Licht ausmache, ob das besser ist. Aber es ist so ein bisschen eine leichte Unruhe. Jetzt würde ich so mit dem Kopf vor und zurück gehen. Was gibt's hier? Hier gibt es die Staffel. Das ist wohl ein Multiplayer-Ding. Testgelände. Team Deathmatch. Erreichen Sie Rang 5, um weitere Spielmodi freizuschalten. Schlachtfinder starten wäre dann noch eine Möglichkeit. Implantate gibt es hier. Hier gibt es Schlachteinrichtung. Was kann ich da machen? Achso, da kann ich tatsächlich nur das eine Ding auswählen. So, was haben wir denn noch? Kann ich hier unten irgendwas machen? Nö. Aber es gab doch noch diesen... Ich schaue mir mal kurz Implantate an. Ich dachte es... How to make your experience a little better, or at least more rewarding. Ich dachte, es hätte noch irgendwie was gegeben mit dem Carrier Attack, aber ich weiß nicht, ob der in der Version jetzt schon drin ist oder ob der erst später kommt. Was gibt's jetzt hier? Verbleibende Zeit, irgendwie Boni, wenn man länger dabei ist und irgendwelche Implantate kann ich jetzt. Ach so, dann kriege ich mehr Erfahrungspunkte. Na gut, das will ich nicht. Wieder zurück. Schaue ich jetzt einfach mal, ob ich eine Schlacht finde. Das kann ich hier machen, die Staffel, Startrohre, hier sind nur noch mal die Implantate, Necropolis, Team Deathmatch. Achso, es geht schon gleich los. Na gut. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo dieser Carrier-Attack-Modus ist. Vielleicht schaltet man den auch später erst frei, oder ich habe ihn jetzt irgendwie nicht gesehen. Jetzt sind hier irgendwie andere Spieler am Start. Kann ich jetzt irgendwas machen? Achso, ich kann mir hier meine Schiffe auswählen. Da muss ich ganz schön toll nach unten gucken. Schiff auswählen. Bereit. Ah, okay, das ist ein Raumschiff Friedhofen.
Friedhofen. Was ist das denn da für Quatsch? Ein Raumschiff Friedhof hier. Wer ist denn mein Hauptziel? Er ist mein Hauptziel. Kann ich den durchwechseln? Wahrscheinlich schon. Oh! Das ist alles andere Spieler. Ich will komischerweise immer mit den Trigger-Tasten oder mit der zumindest mit der linken Trigger-Taste langsamer werden. Was aber natürlich eher ein bisschen Quatsch ist. Weil das sind ja die Raketenaufschalter. Raketen raus. Oh, da wird einem aber doch ein bisschen schwindelig. Okay, hab dich. Aber das sind doch jetzt alles keine anderen Spieler. Kann nicht sein. Oh, der hat aber irgendwie ein anderes Schiff. Raketen raus! Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht Dauerfeuer gebe. Ich habe mich gerade schon gewundert, was war denn da gerade los? Okay, das waren die. Passiert jetzt hier auch nochmal irgendwie was? Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich mir irgendwann getroffen werde. Ich habe keinen Schimmer, was hier passiert. Ich schieße sie einfach ab. Da, komm her. Du auch noch. So, was kann ich denn? Kann ich noch irgendwas machen? Irgendwas war jetzt hier gerade grün markiert. Das ist doch aber einfach nur ein anderes Schiff, oder? Ja. Straven kann ich, glaube ich, nicht beschleunigen. Ich kann runtergehen. Muss ein bisschen aufpassen. Oh, hier sind aber auch andere Schiffe, so mehr oder weniger als Hintergrund. Ach, das scheint hier so eine Raketenabwehr zu sein. Ich habe im Tutorial ehrlich gesagt nicht aufgepasst. Danke. Was passiert denn hier? Eigentlich ist das bloß so eine Art, gucken wir mal, wie lange es dauert, bis ihm richtig, richtig schlecht wird. Aber noch geht's. Also, mir ist damals in der Beta deutlich, deutlich schlechter geworden. Das ist echt noch okay hier. Das ist jetzt auch das erste Spiel heute Abend. Wo bist du? Okay. Gehst du bitte?
Oh, jetzt bin ich mal irgendwie unter Beschuss. Also man kriegt nicht gut hier mit, was passiert. Okay. Waren das jetzt? Das waren doch keine anderen Spieler. Ich bin übrigens dieses Le Bierbank. Das ist der Account von der GamePro. Hä? Die Namen sehen irgendwie schon aus wie andere Spieler. Was? Keine Ahnung, ob das. Waren das KI-Kollegen? Das war viel zu einfach. Merkwürdig. Spielen Sie 3 Schlachten. Neue Inhalte verfügbar. Neue Aufkleber. Aha. Gibt's da? Personalisierung. Werten Ihr Schiff optisch auf. Aha. Da fehlt mir aber noch nicht. Fehlt mir aber noch das Geld. Nächste Schlacht läuft. Kann ich den kaufen? Kann ich nicht kaufen? Kann ich dann hier irgendwie zurückgehen? Diesen Gegenstand. Was? Gegenstand fertigen? Das geht doch nicht, oder? Oder geht das schon? Ach doch. Ach, das kann ich. Schild-Upgrade. Ich kann das Upgrade für sie bauen. Und dann bau das doch für mich. Jetzt hat er mir das gebaut. Ja, aber das ist ja alles noch Testgelände. Also ist das alles gegen KI. Also wie gesagt, so Feedback-mäßig. Ja, das sind irgendwelche... Wo sind komische Namen, ne? Also... Zack, ich wähle mein Schiff aus. Was wollte ich gerade sagen? Irgendwas soll... Achso, soll das heißen, dass die oberen beiden vielleicht echte, tatsächliche Spieler sind und die anderen sind alle irgendwie zugeschobene Bots? Force the enemy to retreat by draining their resources. So, was haben wir hier? Es könnte schon sein, ne, dass dieser Rollenspiel Weber, dass das tatsächlich jemand ist. Und die anderen Namen sehen alle zu generisch aus. Was ist das? Audio deaktivieren, R2 reaktivieren, R1 reaktivieren, okay. Na komm. Ach, dann folgen wir halt dem wir folgen sollen. Komm her. Wenn ich ein bisschen langsamer werde, dann kann ich besser manövrieren. Komm her. Hui. Hui. Das Gelbe sind wohl die Schilde. Ja, und da baut sich das Schild weg. Zack. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, auch Schild verloren. Das sah gerade eben so ein bisschen aus. Das sieht immer so ein bisschen aus, als würde sich das um mein Schiff herum aufbauen. So, jetzt kam irgendwie eine Warnung. Da drüben sind Assist-Punkte für irgendwas. Das sind jetzt wieder KI-Gegner. Raketen raus. Was habe ich denn hier noch für Anzeigen? In der Mitte ist das Schiff. Da unten diese zwei Dinger. Weiß ich gar nicht genau. Ist einer davon der richtige Beschleunigungsstreifen? Nee, die scheinen nur so Spaßanzeigen zu sein. Okay. Jetzt merke ich es übrigens schon langsam in der Magengrube. Bin nicht dafür geeignet, glaube ich, auf Dauer. Hui!
Ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon geht. Bei den alten Geräten war es immer so, dass mir ungefähr so nach 20 Minuten ein bisschen übel geworden ist. In der Regel spätestens so nach 20 Minuten. Aber vielleicht muss man sich auch wirklich nur dran gewöhnen. Oh, jetzt war der Ton weg. Naja, wie auch immer. Ich glaube, als kleiner Blick in Eve Valkyrie reicht das jetzt erstmal. Und fliegt so rum, kämpft, größtenteils Multiplayer. Wie gesagt, eigentlich müsste es noch den Carrier-Attack-Modus geben, wo man dann so einen Träger so nach und nach Stück für Stück auseinander nimmt. Der ist bestimmt auch irgendwo. Ich habe ihn bloß jetzt wahrscheinlich übersehen oder noch nicht freigeschaltet, weil ich noch in diesem Testgelände-Modus drin bin. Auf jeden Fall war das jetzt mal mein kleiner Ausflug nach Eve Valkyrie, denn ich höre jetzt hier besser auf, weil es mir... böse Ansage. Denn es wird mir jetzt ein bisschen übel und deshalb beende ich jetzt die Folge hier. So. Ciao.